entspannter Typ. Ja. Weißt du das? Ja, es ist so ruhig. Weißt du, was das heißt? Weißt du, was das heißt? Packing Time! Yay! Meine lieben Sammys und herzlich willkommen zu einem neuen Auspack-Video. Ich war ja, wie vielleicht einige von euch wissen, auf der Live-Show München und deshalb habe ich auch wieder ein paar Fanpakete zugeschickt bekommen. Beziehungsweise habe ich ein paar Fanpakete bekommen und diese werde ich heute mit meiner Freundin. Meiner Freundin Shanti alias Schleichcookie auspacken. Yay! Wir fangen mit diesem Paket an, von einer Hanna. Die hat mir dieses rot liebevoll eingepackte mit einer Herzchenkarte Paket, krasse Deutsch, geschenkt. In der Karte steht: Liebe Courageous Sam, danke für die vielen Jahre auf YouTube und die schönsten Momente. Liebe Hanna. Liebe Hanna. Nein, sie hat nur Hanna drunter geschrieben und jetzt bin ich mal gespannt, was da drin ist. Nimm du mal die eine Hälfte der Schleife. Es sei denn, sie hat einen Doppelknoten. Da. Sie hat keinen Doppelknoten gemacht. Yeah. Nur hier. Schleife. Das war so klar. So klar. Es war so klar, ja. Sie sieht so fabulous aus. Okay, dann, ich bin immer so jemand, ich mag es nicht, Paket aufzureißen. Deshalb packe ich die immer sehr ordentlich aus. Man könnte theoretisch bei mir immer das Geschenkpapier zweimal benutzen. Andere Seite noch. Okay, jetzt kann man es nicht mehr zweimal benutzen. Und es ist... Schokolade! Oh, ihr wisst, warum sie Schleichcookie heißt, oder? Wir machen das jetzt auf. Nee. Och, sie hat sich's abgemacht, gemein. Du, ich hab dir ein Geschenk gemacht und du. So, ich nehm's wieder rein. So, such dir eins aus. Ich nehm das hier. Ich nehm auch so. Prost! Okay. Running Gag lässt grüßen. Der schmeckt ein bisschen nach Orange. Ich mag Orange. Vielleicht ist es Orange. Guck mal, sogar Fairtrade. Mm. 38% Schokolade. Das heißt, es gibt eine 38%ige Wahrscheinlichkeit, dass ich davon fett werde. Egal. Oh, die sind voll gut. Danke, liebe Hanna, für dieses schöne Paket. Ich habe mich sehr gefreut. Und sehr lecker. Es ist wirklich sehr lecker. Weißt du was? Ich nehme jetzt noch einen. Das heißt Keks. Prost. Dieses Paket ist von einer Anna. Das hat sie mir auch in die Hand gedrückt. Und das habe ich aber schon ausgepackt. Und deshalb zeige ich jetzt einfach nur noch mal, was drin war. Sie hat ein kleines Repaint auf dem Dalmatiner-Welpen von Schleich gemacht. Den kleinen Sam hier. Ist total süß. Total knuffig. Und dann hat sie ganz viele Gummibärchen und Naschkram reingepackt für mich, damit ich wieder in meinen Kreativphasen auch was zu beißen habe. Und dann hat sie noch zwei Bilder und eine Warrior Cats bzw. Warrior Horses Fanfiction reingepackt, die ich mir demnächst noch durchlesen werde. Und ja, vielen Dank auch dafür. Hat mich sehr gefreut. Ich lese sehr gerne Fanfictions. Und ja, dann kommen wir zum wahrscheinlich kleinsten Paket des Ganzen. Einen Moment bitte, wir sind gleich wieder für Sie da. Ich habe mir den Kopf angeschlagen. Alles klar. Dieses Paket ist von drei Personen, allerdings stehen nur zwei hier drauf. Und zwar einmal von K-Rider96 und einmal von Coralina Model Horse Pictures.
Und die dritte Person heißt, glaube ich, Jessie oder so. Sie haben irgendwas erwähnt. Wenn du nicht Jessie heißt, dann tut's mir leid. Ich bedanke mich auch bei dir ganz, ganz herzlich dafür. Dieses Paket ist einfach riesig. Mein Schatz. Mein Schatz. Ja. Und sie haben mir gesagt, dass nicht so viel Klopapier drin ist, wie in meinem letzten Monster-Fan-Paket. Oh, es war ein bisschen ein Problem, das ganze Teil heimzubekommen, weil ich bei Anja übernachtet habe und ja. Jetzt mal auf. Ich bin gar nicht mehr drauf. Du sagst drauf. Okay. Also, was wir jetzt erstmal sehen, sind Bilder. Oh, wie cool. Ah, cool. Ah, das seid ihr drei, gell? Stehen da auch Namen drauf? Wir drei sind hobbylos und spielen Wikinger. Das ist voll cool. Was steht Adina, da drauf? Adina, 13 in 5 Tagen, 14 in... ist ein Einhorn. Oh. Und hier steht drauf... nach einem Dreivierteljahr endlich Platz zum Wälzen. Ah, ein Pferdchen. Ist das eins von euren Pferden oder Reitbeteiligungen? Guck mal, hier ist noch ein Bild drin. Hier ist noch ein Bild halt. Was steht da drauf? Sherlyn ist, heißt es ein vielleicht so. 13 ist unglaublich fotogen, ja, definitiv. Innen drin haben sie das ganze Paket mit Duplo tapeziert. Also einmal rundherum mit Duplo ausgekleidet. Geil. Oh, da ist gerade ein Bild runtergefallen. Das muss ich holen. Ich rette dich. Okay. So. Kekse. Oh nein! Wenn du die anschlabberst und zusammensteckst, dann bleiben die kleben. Stimmt gar nicht. Du hast gelogen. Ich wollte nur, dass du es anleckst. Das sind Fotos von... sind das Isis? Alina und Linda vor ca. 2 bis 3 Jahren vom Winde weggeweht. Ach, wie süß. Stylisch, wa? Oh, und hier sind Nudeln. Nein, das sind keine Nudeln. Das sind Fake-Nudeln. Ah ja. Wie kann man so gut zielen und trotzdem nicht treffen? Ey, du weißt schon, dass ich das nachher alles auf meinem Bett wieder auflesen muss, ja? Ja? Weißt du? Gut, du weißt Bescheid. Also was holen wir als nächstes raus? Das ist gute Frage. Gummibärchen! Oh ja! Oh mein Gott! Was sind ja voll cool. Was sind das denn für Menschen? Einhörner! Oh mein Gott! Nee, Feen. Feen und Einhörner. Keine Ahnung. Feenland, Haribo macht Kinder die ich und Wachsen. Nie gesehen. Ja. Oh mein Gott. Wie cool. Schmeckt nach Glitzer und Einhornpuppen. Genau. Es steht nichts. Es riecht irgendwie nach Zuckerwatte. Es riecht wirklich nach Zuckerwatte. Tatsächlich. Gut. Schmeckt nach Gummibärchen, aber irgendwie so. Nach Zuckerwatte. Zuckerwatte. Wie cool ist das denn? Gummibärchen, die nach Zuckerwatte schmecken. Mm. Ohne künstliche Farbstoffe. Wie kriegt man Blau ohne künstliche Farbstoffe hin? Oder Pink oder Lila? Mit Stinkesockengeschmack. Danke auf jeden Fall dafür. Mm. Mm. Kekse! Geil! Oh mein Gott! Schokokekse! Mit weißer Schokolade drin! Dann kriegst du die weiße Schokolade innen drin und ich esse den Rest. Nein! Meins? Aber die könnte ich jetzt nicht aufmachen, sonst werde ich morgen echt kugelig. Sorry. Das musste sein. Hier ist noch... Tada! Geil, hast du auch Luftschokolade? Nein, ich habe Triple Schock. Ich liebe Luftschokolade. Wow. Da gibt es 3 verschiedene Formen und da sind 3 verschiedene Formen von Schoko drin. Zeig mal. In dem einen sind Schokostücke, in der anderen ist Schokocreme und in der anderen ist Schokofüllung. Das kenne ich, das ist saulecker. Oh. Aber Luftschokolade ist auch mega geil. Die schenkt so viel Luftschokolade. Sie will eigentlich nur die Luftschokolade abkrallen. Tut das nicht. Aber die zergeht immer so schön auf der Zunge, das finde ich so cool. Oh, ich mag ja Milka eh total gerne.
Was soll ich denn als nächstes tun? Leo! Nochmal ein Bild! Nochmal ein Bild! Wie süß! Nochmal mit Ponys. Ponys. Linda und Shirley, kleine Pony-Gang beim ersten Mal am Stoppelfeld. Oh. Die sind echt süß. Die sind ja echt voll putzig. Das sind Shetties, oder? Das sind Shetties. Die sind voll niedlich. Haben die nicht auch kleine, eher kleine Pony-Gang? Ja, das ist voll niedlich. Muss hier auch noch mit dran. Eins ist schon wieder reingefallen. Ich habe hier noch Oreo-Kekse gefunden. Die sind auch voll geil. Ich liebe Oreos. Oh, da ist sehr viel Naschzeug drin. Jetzt verstehe ich auch, warum ihr gesagt habt, dass... Oh, guck mal, was zu naschen. Oh, für Siggi! Für Siggi! Für Siggi-Küsch! Oh, Bananenlecker. Ich habe im Moment gerade noch Apfel. Die habe ich neulich vom Krämer mitbekommen, aber direkt danach kriegt er die Bananenlecker. Ich habe gar keine. Du hast keine? Oh. Vielleicht gebe ich dir auch noch ein paar ab. Am Stall gibt es aber noch welche. Ja. Und dann haben wir hier noch Twix. Oh mein Gott. Woher wisst ihr, dass ich Twix liebe? Du magst Twix? Ja, ich mag Twix. Ja, Twix für dich. Magst du kein Twix? Warum magst du kein Twix? Was bist du für ein Mensch? Schlechter. Ich dachte, ich habe mich sehr in dir getäuscht, Shani. Ich bin enttäuscht von dir. Okay, was ist nur noch drin? Ah, da ist nochmal Schoki. Mit Keks! Und hier ist nochmal Schoki. Mit Keks! Mit Keks! Shanti, du kriegst eine mit Keks! Oh, danke! Auch eine mit Keks! Danke dafür! Oh mit mein Gott! Danke dafür, Alplali. Alplali, was? Kennst du nicht den Hashtag Danke dafür, Alplali? Nein. In welcher Welt lebst du? Ich bin nicht mehr so in YouTube Deutschland unterwegs. Also jetzt sehe ich hier gerade noch eine Sache zu essen und zwar nochmal Kekse. Nochmal Kekse, oh Gott. Leute, ich werde fett. Kann es sein, dass die aus... Nee, die kommen aus Deutschland, weil das ist auch gerade ein Dino. Das habe ich hier in Deutschland noch nie gesehen. Das ist das, was ich zum Überleben brauche. Zumindest in meinen Kreativphasen. Ein Duplo. Und nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Duplos. Die teilen wir, zerwischen uns Zweien auf. Und ich habe hier eine Badekugel. Die riecht voll gut. Zeig mal. Die riecht voll gut. Die riecht echt voll gut. Cool. Die riecht super gut. Nach was riecht die? Ist das so... Starlight, also sie riecht nach Sternen. Das passt dann zu den Einhorn. Ich hole jetzt mal das einzige Unverpackte hier raus und das ist eine Staffelei. Yay! Eine Mini-Staffelei für Schleichpferdefilme oder für Kulissen. Ich kann immer gut Kulissenkrams gebrauchen. Immer. Ja. So wie Lampi die Lampe, die ich jetzt nicht holen möchte. Du bist einfach zu faul. Die steht direkt daneben, aber ich müsste mich ganz weit rüberlehnen und ich habe jetzt keinen Bock. Ja, was soll ich als nächstes rausholen? Die Nudeln. Die Nudeln. Also, hier ist ein Päckchen Nudeln drin. Danke, werden wir heute Abend essen. Ja, genau, wir kochen die. Wir schmeißen das ohne vorher rein zu gucken. Aber hier ist was drin. Oh. Eine Semitasse mit einem Bild. Einer Hundeschnauze vorne drauf. Das ist ja süß. Und einem kleinen Einhorn da drin. Oh nein, sag mal. Oh. Das ist süß. Das ist echt niedlich. Wer braucht schon diese dämlichen Filter von Snapchat, wenn man diese Tasse hat? Ich bin gehundet. Cool. Dankeschön. Super cool. Ist echt cool. Hier, die stelle ich da her. Ist voll süß. Und jetzt, was könnte da wohl drin sein? Ich packe halt auch mal eins aus. Jetzt haben wir noch ganz viele kleine Klopapierknöllchen. Ach du Scheiße. Boah. Wer von euch kam auf die Idee, das mit Krepppapier, Kreppband einzuwickeln? Boah! Das ist schwer. Ich glaube, morgen werde ich Muskelkater haben. Oh, das ist eine ganz alte, das ist ein ganz altes Modell. Ja. Das gibt es nicht mehr oft. Das stimmt. Genau, das ist der ganz alte. Bei meinem ist der Schweif putt. Oh. Und das hier ist die alte Araberstute, also die ganz, ganz alte Araberstute mit dem wehenden Schweif. Dankeschön. Also ich weiß, welches Pferd das ist. Ja, das ist der Lipizzaner-Wallach. Ah, oh, da ist noch was. Das ist eine. Also das ist der Lipizzaner. Der Lipizzaner.
Oh, hier habe ich ein ganz kleines süßes Päckchen. Ich habe hier ein Kopfhörer und einen iPod für Schleichpferdeserien. Ja, guck mal, die haben dir einen Kopfhörer und einen iPod für Pferde gebastelt. Das ist ja süß! Oh mein Gott! Das ist ja süß! Oh, das ist voll cool! Dankeschön! Das kann ich gut gebrauchen. Das kommt gleich in meine. Das kommt hier rein und bleibt da auch drin. Und dann ist hier noch eine Decke, eine Pferdedecke. Oh, das ist auch voll schön geworden. Kommt jetzt erstmal hier drauf, auf den Epizaner-Hengst. Dem passt sie sogar. Und hier ist ein kleines Pony drin. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist trotzdem cool. Mal gucken, was ich daraus machen kann. Dankeschön! Kann ich bestimmt irgendwas Süßes draus basteln. Boah, was ist noch alles drin? Das ist so viel! Da ist so viel das hier. Wow! Ein Kinderüberraschungs-Osterei! Wuhu! Mit Eierbecher. Und Klopapier? Klopapier! Ich habe hier übrigens auch noch Briefe, gell? Oh. Die waren auch noch drin. Aber, wow, Hilfe! Hier ein. Oh! Ein. Au! Du hast mich gerade damit beworfen! Ja, gut, ich weiß nicht noch mehr. Ich krieg das nicht auf, ich hab's. Das ist irgendwie. Ich glaube, ja, wie soll ich da drankommen? Ich komme da auch nicht. Ich brauche eine Schere. Too fast for you. I need somebody to help. Lonely, you're so lonely. You have nobody. Ja, das sind aber zwei unterschiedliche Sachen. Ja. Hui, ich bin schneller. Den Anfang nicht. Geht nicht. Sag mal. War da jetzt gerade bei mir nur Klopapier drin oder täusche ich mich? Oder war das jetzt nochmal eingepackt? Ich habe keine Ahnung. Aber Fakt ist, ich komme nicht an diese Scheißdinger ran. Das ist lustig, komm schon, das ist eine Challenge. Wer kriegt zuerst die ganzen Tesafilm-Knüttel auf? Ah. Sie beißt einfach rein. So verzweifelt ist sie schon. Yay! Ist ein Pony! Ein Repaint! Ein Pony. Oh, Repaint. Hier ist nochmal der Pinto! Der darf mal Schleichpinto. Hier habe ich ein süßes Pony Repaint. Von, ich weiß nicht von wem von euch das war, aber das ist auch total niedlich. Huch! Ich kann es nicht draufstellen. Ja, das ist das. So, ich tue ihn mal hier so auf die. Da, aus der Tasse kann er rausgucken. Hier, also er hier sitzt jetzt in der Tasse. Hier ist noch was. Oh. Und hier ist noch was Großes. Dann stellen wir mal das Paket auf den Boden. Ich glaube, ansonsten. Ich glaube, es war alles. Es sind nur noch die Duplos drin. Okay.
haben jetzt alles aus der Kiste draußen. Aber wir haben... Wir haben noch zwei Päckchen, die noch nicht ausgepackt waren. Von hier. Welches möchtest du? Das oder das? Ich will das große auspacken. Das ist leichter aus. Große aus. Okay. So, ich, oh Gott, ich weiß nicht, wie viele Käserrollen ihr dafür gekillt habt, aber das war teuer. So. Wow, der ist zurück. Das Andalusia-Fohlen. Das ist das alte Andalusia-Fohlen. Auch als Body. Dankeschön! Das mit dem kann ich immer was anfangen. Das ist voll süß. Das ist das Fohlen-Modell. Das war eins der schönsten. Oh, das ist ein Erren! Oha! Der ist voll gut. Der ist mega. Der ist mega gut repainted. Wer von euch hat den gemacht? Der ist mega gut repainted. Alter Schwede, ey. Oha! Oha! Der ist echt voll schön. Der ist toll. Dankeschön. Das ist klasse. Ich kann nicht weggucken. Der ist toll. Wow. Dankeschön. Dankeschön, der ist toll. Oh. Der ist echt cool. Danke. Danke auch für das, jo, das tolle danke Paket. Für die vielen Essenssachen. Hey, wir sind noch nicht fertig. Auch. Wir haben hier noch Briefe, okay? Ja, die sind auch wichtig. Müssen wir auch noch aufmachen. Also ich mache jetzt halt einfach auch mal die Briefe auf, auch wenn sie nicht für mich sind. So, hier sind noch ein paar Fotos. Und dieser Brief ist Ali von Alina. Hi, Mrs. Sammy. Ich verfolge dich und deinen YouTube-Kanal schon seit K4 Jahren und jetzt darf ich dich endlich mal treffen. Ich bin überwältigt und einfach nur mega happy. Gestoßen bin ich auf dich durch Silver Proud. Damals, als du gerade die ersten Folgen hochgeladen hast, saßen wir immer gebannt vor Sherlins PC, wenn eine neue Folge online kam. Auch waren in diesen 4 Jahren viele Emotionen dabei, wie zum Beispiel als die erste Folge der zweiten Staffel Brothers rauskam oder aber auch die Angst an spannenden Stellen bei Percy und dem Slenderman und so weiter. Die regelmäßigen Lachanfälle sind ja so gut wie vorprogrammiert. Die Schleich-WG, boah, ist der groß oder fast hätte ich Wissenschaftler-Sex beobachtet oder in meiner Position wohl eher am eigenen Leib erfahren. Kurz gesagt, bist du für uns so etwas wie eine Kindheitsheldin. Vor gut 3 Jahren ist dann schon ein richtiger kleiner Fanclub, die Sammy-Crew, entstanden, bestehend aus Linda, Sherlin und mir. Durch dich habe ich auch mit dem Repainten und dem Kasten angefangen. An dieser Stelle danke nochmal dafür. Außerdem würde ich mir wünschen, dass du vielleicht und wenn es deine Zeit zulässt, die Vorgeschichte von Clive und Jess schreibst und auf Wattpad veröffentlichst. Das ist eine gute Idee. Das muss ich mir merken. Und dass du vielleicht mal noch eine weitere Folge der Samcom-Show oder vielleicht der Schleich-WG drehst. Hab dich lieb, du flauschiger Keks-Krümel-Pinguin-Puffi. Bleib wie du bist und dreh auch wirklich nur das, woran du auch Spaß hast. Liebe Grüße, Alina aus dem Sammy-Crew-Fanclub. Oh, danke schön, Alina. Das ist voll lieb. Und hier hast du noch ein paar Fotos von dir und deinem Pony hochgeladen. Mir geschickt. Dankeschön, das ist voll cool. Also danke, meine Lieben, für dieses wunderbar geile, super tolle Fanpaket. Das ist echt der absolute Hammer, was da alles drin war. Es ist der absolute Hammer. Wow. Vielen Dank. Ihr werdet vielleicht ein paar Sachen davon noch in Serien wiedererkennen, diese Kopfhörer oder so. Und ein paar der Pferde hier auch noch als neue Repaints und so. Und die Zuckerwatte-Gummibärchen, die werden auf den Schlag, glaube ich, nicht spüren. Die sind sehr lecker. Und damit... damit hier noch ein damit verabschieden wir uns dann für heute. Prost! Prost. Einmal hat es wirklich ich geklappt. Ein Einhorn. Was? Ein Einhorn? Ich auch. Cool. Ein Einhorn. Wir verabschieden uns mit 2 Einhörnern. Jo. Und Prost nochmal. Tschüss, Pfötchen! Ich sterbe! Und diese werde ich heute mit meiner Freundin. Was soll ich denn? Du sollst deinen Namen sagen. Au. Ich weiß, dass du Chantal heißt.
kurz, Sammy Moment. Du hast doch immer noch was Schluck machen. Ich sag das echt selten, aber Schluck ist schon drin. Deadpool lässt grüßen. Sophie und Shanti. Eigentlich schon zu alt. Lachen über so einen Scheiß. Und ich sehe gerade auf meiner Kamera, dass es diese Tasse tatsächlich als Bildfaktor schaustellt. Dieser Moment, wenn es mein Gesicht nicht erkennt, aber die Tasse schon. Ich fühle mich verarscht mit meiner Kamera. Danke, liebe JVC. Oh mein Gott. Ich muss niesen. Dankeschön. Da. Right. Time.